Ja, Internet, was geht? Hier ist Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Und ich habe heute drei sehr geile Tipps für euch. Und zwar habe ich letzte Zeit irgendwie ein paar Fragen bekommen von wegen, okay, Digga, wie schaffe ich es denn schneller mit Leuten eine Connection aufzubauen? Oder wie schaffe ich es schneller, dass Leute mich schneller mögen? Okay, habe ich drei coole Tipps für euch. Aber erstmal, bevor ich dahin komme, es gibt eine kleine Regel, die ich mir immer halte. Und zwar habe ich euch ja schon mal von der Regel der 33% erzählt. Heißt, ihr sollt euch mit Leuten umgeben, ein Drittel mit Leuten, die besser sind als ihr, ein Drittel auf eurem Niveau und ein Drittel, die noch nicht so erfahren sind wie ihr. Aber es gibt noch einen zweiten Teil dazu. Und zwar habe ich diese Dreieraufteilung auch in einem anderen Bereich erlebt. Und zwar ist es generell so, wir Menschen haben natürlich den Drang, wir wollen gemocht werden. Wenn wir jemand Neues kennenlernen, wir wollen, dass die Person uns mag. Und wenn wir abgelehnt werden, das fühlt sich nicht so gut an. Okay, kann ich voll verstehen. Aber ich will euch einen kleinen Tipp mitgeben. Und zwar die Regel der 33% Part 2. Dass circa ein Drittel der Leute, egal was ihr tut, mit denen werdet ihr nicht klarkommen. Ist so. Ihr könnt euch vielleicht mit denen unterhalten, aber es ist immer so ein bisschen so, es ist Distanz da oder vielleicht sagt ihr euch direkt, ey, ich will mit der Person nichts zu tun haben, fuck it. Ein anderes Drittel ist so, ihr werdet auf einem normalen Niveau sein, ihr nennen wir es mal gute Bekanntschaft. Ihr seht euch öfter, ihr habt auch Spaß miteinander, aber es ist nicht so diese krasse Bruderschaft oder diese krasse Verbindung. Und das letzte Drittel wird genau das sein, was eben diese krasse Bindung ist, nämlich sehr gute Freunde, sehr, sehr enge Bekannte, sehr enge Familienmitglieder, sprich Leute, mit denen ihr genau auf einer Wellenlänge seid. Und davon gibt es nicht allzu viele, aber generell ist es so, dass ein Drittel, mit denen werdet ihr nicht auf einen Nenner kommen, mit einem Drittel vielleicht ein bisschen aufeinander, sprich mit denen könnt ihr abhängen, sei es gute Bekannte, entfernte Bekannte. Und ein Drittel sind dann die, wo ihr wirklich, bam, wo es wirklich auf einer Wellenlänge ist, ihr trefft euch und sofort ist eine Connection da. So, das erstmal vorweg. Aber wenn ihr es jetzt leichter haben wollt, mit Leuten so eine Connection aufzubauen, kommen jetzt diese drei Tipps. Und zwar Nummer 1 ist recht simpel und ich schwöre euch, jeder von euch macht diesen Fehler. Und zwar behaltet den Namen der Person und sagt ihn oft. Und ich wette mit euch, 99% von euch werden sagen, fuck, das passiert mir ständig. Nämlich ihr lernt eine neue Person kennen, stellt euch vor und bam, 2 Sekunden später ist der Name weg. Wer von euch hat das schon gemacht? So ziemlich jeder. Aber das ist die einfachste Methode, um eine Person dazu zu bringen, dass sie einen mag. Sprich, um eine Connection aufzubauen. Denn Leute hören nichts lieber als ihren eigenen Namen. Und ich hatte erst letzte Woche eine lustige Situation, wo ich mit ein paar Leuten feiern war. Und wir waren im Club unterwegs und haben eine Gruppe von Mädels kennengelernt, 3 oder 4. Und ohne Scheiß, das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Das Mädel hat mir wirklich am Ende des Abends gesagt, so gegen 3, halb 4, ey, ich find's total cool, dass du unseren Namen kennst. Weil es ist immer dieses Ding, irgendwann fragt man nach, wie war nochmal der Name? Und dann kommt wieder dieses klassische, ja, ich bin voll schlecht mit Namen, weißt du, was eigentlich so viel heißt wie, ich habe kein Interesse an dir, warum soll ich deinen Namen behalten? Und das ist mega unhöflich. Von daher, Tipp 1 ist, ohne Scheiß, behaltet den fucking Namen und sagt ihn oft. Das ist alles. Cool. So, Tipp 2 ist, baut recht schnell Körperkontakt auf. Damit meine ich jetzt nicht, seid ihr touchy-feely, direkt so, ah, wow, wir sind beste Freunde. Nö. Es fängt ganz klein bei dem Klassiker an, wenn man sich die Hand gibt, legt eine Hand auf die Schulter oder legt eine Hand auf den Ellenbogen. Das ist bewiesen, Leute mögen dich danach mehr. Und nicht nur 1, 2, sondern 60%, 70%, 80%. Und es ist immer leichter, so eine Connection mit jemandem aufzubauen, wenn man ein bisschen Körperkontakt hat, sonst immer diese Distanz wieder da. Wenn man irgendwie eine Viertelstunde miteinander redet oder länger und man hat sich noch nicht einmal angefasst, das ist so ein bisschen, kommt nicht wirklich eine Connection auf. Von daher, was ich immer gerne mache, ist, ich merke mir sofort den Namen und sage den Namen oft. Plus, ich versuche sofort Körperkontakt aufzubauen, damit es nicht halt auf eine creepige Weise von wegen direkt umarmen und den Arm halten, sondern Kleinigkeiten, Hand geben, Ellbogen, einmal vielleicht irgendwie den Arm über die Schulter, wenn man sich jetzt schon 20 Minuten gelabert hat oder so. Sprich, leicht, sanft Körperkontakt aufbauen. Ist recht simpel. Und der dritte Tipp ist ganz einfach, Wert zu geben. Sprich, der Person ein ehrliches Kompliment zu geben. Und das meine ich recht schnell sogar. Mädels machen das häufig, wenn Mädels irgendwie sich treffen, kommt sehr schnell das Kompliment, boah, siehst gut aus heute, siehst gut aus, das ist gut, das ist gut. Das ist mir auch aufgefallen und das kannst du bei jeder Person machen. Sei es eine Charaktereigenschaft oder irgendwas, was dir an der Person auffällt, am Aussehen, eine Verhaltensweise, wo du ein kurzes Kompliment zu gibst. Von wegen, Beispiel, ey, ich find's cool, dass du immer gut gelaunt bist. Oder ey, du hast eine echt positive Ausstrahlung, wie machst du das? Mein Klassiker ist so, dabei noch so einen Kontrast reinzuballern, so nach dem Motto, okay, du bist der Person in einer Hinsicht wert und gibst dazu einen Kontrast von einer Person. Zum Beispiel, ey, ich finde das cool, dass du so gut gelaunt bist. Weißt du, wenn du dich umguckst, die meisten Leute laufen mit so einer Fresse rum, so
Zwei Sachen macht das. Nummer eins, es gibt der Person Wert. Nummer zwei, es baut diesen Kontrast auf. Die Person denkt sich so fucking fort, oh stimmt, ja, die laufen alle so rum. Warum? Gut, dass ich immer so gut gelaunt bin. Kleiner Nebeneffekt, die Rolle, die du der Person gibst, will die Person auch, diese Rolle will die Person gerecht werden. Das heißt, wenn eine Person sagt, ey, ich find's cool, dass du immer so gut gelaunt bist oder dass du so eine positive Ausstrahlung hast, dann wird die Person ganz bestimmt nicht auf einmal drauf sein, sondern sie wird versuchen, dieser Rolle entgegenzuleben. Cool, das waren drei kleine Tipps an euch. Und beherzigt diese Regel von den 33% Part 2, dass ihr niemals mit allen Leuten auf einer Wellenlänge sein werdet. Ihr werdet einen Part haben, mit denen ihr direkt auf einer Wellenlänge seid. Manche, mit denen ihr euch gut versteht und manche, mit denen ihr euch gar nicht versteht. Von daher, versucht es mit diesen Tipps nicht irgendwie so, ja, jeden als Freund zu haben. Sondern das ist eher eine Methode, um schneller eine Connection mit Leuten aufzubauen und auch diese Connection schneller zu festigen. Aber es wird niemals gehen, dass jede Person euch mag. Ganz ehrlich, wenn Leute wie Obama oder Gandhi oder Einstein nicht von jedem gemocht werden, ich glaube kaum, dass es einer von uns schafft, dass jeder uns mag. Okay, cool. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Macht einen Daumen hoch oder Daumen runter. Da unten ist meine Facebook-Seite. Ihr könnt gerne mit mir da schreiben, mir Fragen schicken, Kommentare da lassen und abonniert den Kanal, denn morgen kommt das neue Video. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Ciao.